Geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, einen schönen Vormittag von meiner Seite hier aus meinem Büro in Raumberg-Kumpenstein. Ich darf in den nächsten 40 Minuten unsere Aktivitäten, unsere Use Cases auch vorstellen, die wir neben Wieselburg, die sich mit der Außenwirtschaft in erster Linie beschäftigen, die wir in Raumberg-Kumpenstein umsetzen, also in der Innenwirtschaft und die Grünlandwirtschaft, die teilen wir uns eben, je nachdem, wo die entsprechende Kompetenz auch liegt. Ja. Der kurzen Zeit geschuldet, schaffen wir es nicht, tiefer zu gehen, ist mir auch nicht immer möglich. Es sind 8 Use Cases, die ich für euch vorbereitet habe. Ich beschäftige mich mit ein paar wenige auch, die anderen Use Cases in Abhängigkeit der Kompetenzen werden die von Kollegen von mir auch realisiert. Vielmehr ist das Ganze eine Roadshow, würde ich meinen, und ein Anreißen der Use Cases. Und wenn es tiefer geht, sind die entsprechenden Kollegen die richtigen Ansprechpartner zu den technischen Innovationen auch. Ja. Natürlich bei den Use Cases, wo ich selber beteiligt bin, werde ich tiefer gehen, weil es wie immer die interessantesten sind. 8 an der Zahl habe ich vorbereitet. Bevor wir dann loslegen, möchte ich kurz eine Systematik auch erklären, die wir unterscheiden. Und das ist ganz klassisch die Automation und Robotik. Darunter fällt jetzt beispielsweise ein Stalllüfter oder auch ein Faltschieber oder Schrapperbahn, wo ich verschiedene Arbeitsgänge automatisiere einfach, ja, wo wenig Intelligenz dahinter steckt. Dann hat es in der Zwischenzeit einmal gegeben, diese wenig dynamischen Systeme in Abhängigkeit der Milchleistung wird die Kraftfuttermenge bemessen, ist an und für sich nicht mehr ganz so zeitgemäß, würde ich meinen, denn wenn eine Kuh zu gut konditioniert ist und entsprechend noch Kraftfutter kriegt, kann in der nächsten Laktation diese Schwierigkeiten. Das folgt für uns unter Precision Livestock Farming. Und dann kommt eben dieser Sprung, die Grenzen dazwischen, das verschwimmt natürlich, vor allem wenn wir an den Melkroboter denken, dann kommen wir zu diesen Technologien Smart Livestock Farming. Und was zeichnen diese Technologien auch aus? Das ist, dass sie zum einen untereinander verknüpft sind und dass sie mitunter auch intelligent sind. Sie haben mitunter diese kognitiven Fähigkeiten, die auch wir Menschen besitzen und verschiedene Parameter in unserer Entscheidungsfindung berücksichtigen. Ja. Und sie kommen zu der unter dieser Situation besten Lösung. Und dementsprechend ein Beispiel dazu, ein Brunsterkennungssystem, wenn die Tiere dann auf die Weide gehen, ein klassisches Brunsterkennungssystem, ein sage ich mal, einer mittleren Kategorie, was unter Precision Livestock Farming fällt. Die Tiere bewegen sich mehr, weil sie auf die Weide gehen. Jeder Sensor meldet eine Brunst. Ja. Wenn dieser Sensor jetzt erkennt, dass die Tiere einen Weidegang haben, ja, und sich darauf einstellt, ab dem Zeitpunkt sind sie dann auch, sage ich mal, intelligent bis zu einem gewissen Maß, und erkennen das, dass sich das Tier entsprechend bewegt, dass es auf der Weide ist. Und das ist dann nicht, also die erhöhte Bewegungsaktivität ist dann nicht auf die Brunst zurückzuführen, sondern auf den Weidegang. Ja. Und gibt dann auch keine Falschmeldung aus. Und so ist das zu verstehen. Zu den Systemen, wo entwickelt sich das Ganze hin? Noch eine Folie, und da gibt es einen tollen Ausdruck, der heißt cyberphysische Systeme. Es geht in Richtung Assistenzsysteme. Und diese cyberphysischen Systeme, diese Assistenzsysteme, das ist nichts anderes als ein Verbund von informatischen und softwaretechnischen Komponenten mit mechanischen und elektronischen Teilen, die miteinander kommunizieren, also die vernetzt sind. Ja. Und als Beispiel, Beispiele sind in dem Moment gleich besser, weil wir es verstehen, eine Kuh wird vom Sensor, vom Gesundheitsmonitoring-System als krank erkannt, ja,
weil sich die Vitalparameter dementsprechend auch entwickeln. Und dieses System ist verbunden mit dem Selektionstor und dieses Selektionstor steuert dann selbstständig diese Kuh in die Selektionsbox, also wird angesteuert, sodass sie dann bei der nächsten Mahlzeit aus dem Melkstand raus beispielsweise gleich in der Selektionsbox auf mich wartet, weil sie eben als krank erkannt wurde und ich muss nicht weiter mich damit aufhalten, die Kuh zu suchen oder zu selektieren. Ja. Ein anderes Beispiel gebe ich noch: mit einer 3D-Kamera wird beispielsweise die Körperkondition erfasst und diese Information wird dann weitergeben an die Kraftfutterstation, an den Kraftfutterautomat, an die Kraftfutterdosierung und die Kraftfuttermenge wird in Abhängigkeit der Körperkondition dann auch bemessen. Wobei wir schon beim ersten Use Case angekommen sind. Den haben wir letztes Jahr umgesetzt, realisiert in Kooperation mit der Firma Wasserbauer. Das ist der Butler Gold. Wir haben den Use Case Butler genannt. Und letztendlich haben wir da einen sehr umfangreichen und großen Praxisversuch angestellt auf einen Pilotbetrieb von uns. Es sind über 3 Monate, über den gesamten Sommer ist die Futteraufnahme und die Milchleistung erhoben worden in 3 Durchgängen. Zum einen ist der Roboter nicht verwendet worden. Beim zweiten Durchgang der Roboter eingesetzt worden ohne Lobfuttergabe. Und beim dritten Durchgang ist so gewesen, dass wir eine Lobfuttergabe eingesetzt haben, auch also mit dem Butler. Das war eine Bedingung auch von diesem Pilotbetrieb, um da auch mitzumachen. Und dem Design, Versuchsdesign ist es leider auch geschuldet, dass die Ergebnisse nicht signifikant sind. Der zunehmende Laktationsdruck stellt ein gewisses Problem dar, also die abnehmende Milchleistung, mit dem, dass die Tiere älter werden, was in dem Moment der Fall gewesen ist und hat dann leider zu nicht signifikanten Ergebnissen geführt. Was wir sehr wohl wissen aus exakt Versuchen ist, dass dieser Futteranschubroboter sehr wohl zu einer erhöhten Trockenmasseaufnahme führen. Wird zitiert mit 1,7 Kilogramm pro Kuh und Tag, wo sie mehr Trockenmasse frisst. Und wir führen das auch darauf zurück, dass der Futtertisch im Regelfall auch nicht leer ist, sofern Futter am Futtertisch auch ist. Was wir sagen können aus den Use Case ist, dass wir eine sehr einfache Installation vornehmen konnten. Also das war unspektakulär an und für sich. Der Roboter orientiert sich anhand von Magneten, die im Boden eingebohrt sind und kann sich auch links und rechts von dieser Achse 35 cm bewegen. Also er kann entsprechend programmiert werden. Bei der ersten Fahrt nehmen wir diesen Abstand, bei der zweiten Fahrt fahren wir 20 cm näher zu, so dass Futter auch hin zum Fressgitter bewegt werden kann, was damit auch möglich ist. Es kann auch eine zweite Magnetbahn verlegt werden, sodass beispielsweise bei der Grünfuttervorlage der Futtertisch breit ausgegießt mit Grünfutter, dann arbeitet es der Roboter an und für sich zum Fressgitter hin. Es sind keine Schienen am Boden verlegt, eben mit den im Boden eingebauten Magneten. Wir haben einmal den Fall gehabt, dass er sich verfahren hat. Welche Rolle da die ausgebüxte Kuh gespielt hat, können wir jetzt nicht sagen. Also es war eine ausgebrochene Kuh mit dabei in der Situation, was interessant zu beobachten war. Das ist die Revisionsfahrt, ist einfach mit einer Fernsteuerung übers Handy möglich gewesen, genauso wie ein Support. Er ist einmal gestanden, ja, es war ein, mit dem Telefonsupport hat man dann wieder die Inbetriebnahme vorgenommen. Das war relativ einfach, indem dass sich der Techniker vom Wasserbauer über das WLAN eingewählt hat. Listenpreis liegt bei 17.000 Euro ohne Steuer.
Nachteil, den man vielleicht als Nachteil bezeichnen kann, auch beim Roboter, ist, dass er durch diese Schnecke ausschließlich in eine Richtung fahren kann. Ja. Also man muss dann wieder zurücksetzen. Wobei die Schnecke erzeichnet sich aus durch diese Schnecke, denn, und was wir sehr wohl auch beobachtet haben, das Futter wird entsprechend, also wenn wir an eine Mischration denken, das Futter wird entsprechend aufgelockert und auch durch diese Schneckenbewegung durchmischt wieder, sodass es am Ende vom Tag vor der neuerlichen Vorlage sehr wohl diese Entmischung, die stattfindet, dass ein gewisser Mischeffekt durch diese Schnecke wieder stattfindet und das Futter damit auch entsprechend attraktiv bleibt, weil es locker am Futtertisch liegt. Ja. Was wir noch sehen in der nächsten Folie, das ist, Entschuldigung, jetzt haben wir es. Was wir sehen in der nächsten Folie, das ist die Kraftfutterdosierung. Er kann optional ausgestattet werden mit einer Behälter, Kraftfutterbehälter und Lockfutter. Wird zum Futtertisch oder wird über das Futter gestreut, sodass sie zum Fressgitter, zum Fressen animiert werden, die Tiere. Was man dabei auch aufpassen muss, ja, das ist die Unruhe im Stall, die durchaus passieren kann infolge einer Lockfuttergabe auch, beziehungsweise Praktikerberichte. Wenn wir uns mit Praktiker unterhalten, wir müssen aufpassen, welchen Leistungsniveau wir uns auch bewegen, wenn wir auf ein sehr hohen Managementniveau sind, bedingt geschuldet der hohen Leistung möglicherweise, dann kann diese Unruhe, die möglicherweise im Stall auch entsteht, durchaus einen nachteiligen Effekt auch haben. Also da gilt es bitte zum Aufpassen, wobei nicht irritieren lassen, wenn sich Betriebe mit einem sehr hohen Management und hochleistende Betriebe wieder von so Fütterungsautomaten und Futterroboter und automatischen Futteranschub wieder trennen. Ja. Dann der zweite Use Case in Kooperation mit der Firma NEDAP. Sie bieten ein Gesundheitsmonitoring-System und Brunsterkennungssystem an. Das ist dieser gelbe Sensor, der um den Hals montiert ist und Vitaldaten erfasst. Das reicht von der Futter, vom Fressverhalten, von der Futteraufnahmezeit hin zur Wiederkauaktivität und zur Bewegungsaktivität. Und diese Parameter verwendet dieses System zum einen, einmal den Gesundheitsstatus zu überwachen und zum anderen die Brunst zu erkennen. Und bei diesem Use Case, HeatMon nennen wir ihn, haben wir die Funktion der Brunsterkennung genauer unter die Lupe genommen, wollten wissen, wie gut, wie schlecht denn das funktioniert. Wir haben dazu drei Praktiker, also Pilotbetriebe von uns gewonnen. Die haben Milchproben gezogen, also ab dem 15. Laktationstag haben die Milchproben gezogen, die wir dann auf den Gehalt an Progesteron untersucht haben und haben ein Progesteronprofil angelegt. Vielleicht zwischenzeitlich noch zum System, Daten und Fakten, was den einen oder anderen interessiert. Das System ist auch weidetauglich, indem dass es einen internen Speicher verbaut hat für 24 Stunden. Die Benutzung erfolgt über das Handy. Das ist zwar kein App, man nennt es die Responsive Website, wo man über den Browser einsteigt und sich einloggt. Und wir können von einer Batterielaufzeit von 5 Jahren ausgehen. Und was auch noch interessant ist, wenn wir uns so ein System anbieten lassen, es gibt, wir nennen es äquivalente Systeme. Äquivalente Systeme verwenden die gleiche Infrastruktur bzw. Soft- und Hardware, malen das Ganze anders an. NEDAP beispielsweise versorgt GEA oder auch Leli mit seinen Sensoren, die sind dann eben grün oder auch rot. Ja. Zurück zum Versuch. Wir haben Progesteronprofile erstellt bei drei Betrieben, Pilotbetrieben von uns und geschaut, wann sind denn die Tiere tatsächlich brünstig. Und wir haben hier ein Progesteronprofil, wo wir sehen, vom 17. Laktationstag bis zum 67. Laktationstag
haben wir blau dargestellt den Progesterongehalt. Und wir haben hier ein Brunstereignis, ein zweites und ein drittes Brunstereignis. Und die orange Linie zeigt uns die Brunstmeldung vom System an. Und in dem Beispiel hätten wir jede Brunst, hätte das System auch richtig erkannt. Ja. Ein zweites Beispiel, hier hätte das System diese Brunst nicht erkannt, die zweite Brunst nicht erkannt, die dritte hat es dann wieder erkannt. Wir können davon ausgehen, dass wir mit der visuellen Beobachtung eine Brunsterkennungsrate haben von 60%. Also wenn kein System verwendet wird und wir beobachten gut zu Hause im Stall, dann liegen wir um die 60%. Und was schaffen diese Systeme? Wir haben hier unten die Brunsterkennungsrate, diese drei Betriebe, der Kreisdurchmesser spricht, repräsentiert die Anzahl der Brunstereignisse, die beobachtet wurden am Betrieb. Und wir sind da bei allen drei Betrieben über 75% Brunsterkennungsrate. Da sind wir sogar bei 100% Brunsterkennungsrate. Seien in etwa in Summe um die 30 Brunstereignisse beobachtet worden. Selbstverständlich funktionieren diese Systeme in Abhängigkeit von den Bedingungen vor Ort auch unterschiedlich gut. Sprich, wenn die Laufflächen rutschig sind, dann haben auch diese Systeme Schwierigkeiten, wenn die Tiere das natürliche Verhalten nicht zeigen. Sie tun ja nichts anderes als das Verhalten interpretieren der Tiere. Und wenn sie dann weniger aktiv sind, dann tun sich auch diese Systeme entsprechend schwieriger, ja. Wenn wir überbelegt sind, beispielsweise wird es schwieriger. Wenn ich mich am Betrieb wenig an Routinen halte, sie leben von den Routinen in erster Linie, auch wenn sie intelligent sind und sich individuell auf das Tier auch einstellen, leben sie trotzdem von der Routine, dass der Tagesablauf dann entsprechend auch jeden Tag gleich ist, noch Möglichkeit. Wir sehen auf der Achse noch aufgetragen die Falschmeldungen. Bei diesen zwei Betrieben hätten wir keine Falschmeldung. Bei diesem Betrieb gibt es die ein oder andere Falschmeldung. Ja. Also wir können davon ausgehen, dass diese Systeme sehr gut auch funktionieren. Dieses System, wir haben uns dann auch einmal andere Systeme angeschaut. Die Ergebnisse seien dort ähnlich. Ja. Dann stolz sind wir auf den Use Case in Kooperation mit der Firma SmexTech, ein Grazer Unternehmen, junges Unternehmen, die den Bansensensor entwickelt haben, habe jetzt kein Dorf. Und zur Erklärung vielleicht, wir haben mit in Kooperation mit Ihnen eine Funktion entwickelt, also das Erheben der Wiederkauaktivität mit diesem Sensor direkt am Ort, dort wo es initiiert wird und auch entsteht. Und ich habe mich künstlerisch ja, zum Besten gegeben, hofft, ihr könnt das schätzen da und erkennt, dass das jetzt eine Kuh ist. Und im Banzen drin haben wir an der Stelle auch den Netzmagen, wo die Fremdkörper liegen, wo der Fremdkörper Käfigmagnet liegt und auch der Banzensensor. Grün eingezeichnet in dem Beispiel. Und dieser Netzmagen, diese Haube, ja, beim Wiederkauen oder die kontrahiert. Nehmen wir die zweite Folie. Wir haben eben da nochmal rausgezeichnet den Bansen, die einzelnen Bereiche. Und wir haben in der Folie oder in der Infografik, also mit 1, ja, haben wir keine Kontraktion. Im Regelfall, wenn sie wiederkaut, nicht wiederkaut, diese Motility, Bansenmotorik, beginnt in der Haube. Das ist eine Kontraktion, die findet zweimal statt. Ja, hintereinander zweimal findet die statt. Das sind dann 5 bis 7 Sekunden in etwa, was diese zwei Kontraktionen dauern. Dann haben wir 2, 3 weitere Kontraktionen. Ist relativ komplex, das Ganze brauchen wir uns nicht aufhalten damit. Fest steht, dass sie im Regelfall, also beim Nicht-Wiederkauen kontrahiert die Haube zweimal. Und beim Wiederkauen gibt es eben für dieses Wiederkauen das Heraufwürgen von dem Futterbrei. Das ist eine dritte Kontraktion, die unmittelbar an diese biphasische, also diese normale Haubenkontraktion anschließt. Ja? Und das verlängert diese Zeit, also diese Kontraktionsphase. Und so schaut das dann letztendlich aus. Da habe ich es angegeben mit RCB, Reticulum Contraction Phase, nennen wir es. Also diese Zeitdauer,
wo dieser Magen zweimal oder dreimal, also die Haube zwei oder dreimal kontrahiert. Und diese Zeitdauer messen wir. Ja. Die Zeitdauer messen wir und in Abhängigkeit, wie lang das ist, sehen wir, wenn sie nicht ruminiert, dann haben wir um die 7 Sekunden, ein bisschen mehr wie 7 Sekunden dauert dann diese Kontraktion. Und wenn sie ruminiert, also diese dritte Kontraktion, diese Reaktionskontraktion für den Wiederkaubissen, führt dazu, dass diese Kontraktionsdauer, Kontraktionsphase länger wird, 11 Sekunden. Und anhand von dieser Information kann dann Wiederkauen von Nicht-Wiederkauen unterschieden werden. Wir sehen hier, das ganze System ist dann auch validiert worden von uns. Wir haben hier die visuelle Beobachtung aufgetragen. Wenn sie 30 Minuten wiederkaut, wenn wir das beobachtet haben, sehen wir, dass dieser Punkt, die Punktewolke sehr gut korreliert, also dieses System sehr gut korreliert mit der visuellen tatsächlichen Wiederkauaktivität. Wir sind bei R0,97, also funktioniert sehr gut, ist dann auch entsprechend bei der Akritechnica ausgezeichnet worden. Kommen wir zu den Use Cases aus dem heurigen Jahr. Der Reinhard Huber, mein Kollege, beschäftigt sich mit Weide-GPS, heißt dann auch Weide-GPS, dieser Use Case. Letztendlich geht es darum, dass Sensoren aus der Automobilindustrie adaptiert worden sind. Mittlerweile gibt es verschiedene Hersteller, die solche Sensoren zur Ortung von Almtieren eben anbietet. Und die lernen wir im Rahmen von diesem Use Case auch kennen, ja, sind mittlerweile schon in der, im Markt erhältlich, diese Sensoren. Genau. Wir haben hier ein Beispiel, also einen Sensor habe ich da liegen. Das ist wie der vorige Sensor. Da ist ein GPS-Sender drin versteckt. Der wird um den Hals montiert. Ob Schafe oder Rinder ist in dem Moment egal. Und in Abhängigkeit von der Taktung weiß ich dann, wo sich das Tier vor 2 Stunden oder auch vor 4 Stunden aufgehalten hat. Also das ist keine Information, die brandaktuell ist. Ja, die Taktung nennen wir es, dieser Sendeintervall von dem Standort. Und dieser Sendeintervall also führt zu einem Stromverbrauch auch. Und wenn wir jetzt einen schlechten Empfang haben auf der Alm, dann ist er so, dass er sich wiederholt einwählen versucht. Und wenn es dann nicht funktioniert, nach 5 Minuten geht er wieder in den Energiesparmodus, also schläft wieder ein, dieser Sensor, ohne die Daten übermittelt zu haben. Und in Abhängigkeit vom Hersteller hat er jetzt einen internen Speicher oder auch nicht. Und nach den nächsten 2 Stunden versucht er, sich wieder einzuwählen. Und wenn der Empfang schlecht ist oder kein Empfang da ist, dann versucht er, sich wiederholt einzuwählen, was zu einem erhöhten Stromverbrauch auch führt. Im Grunde sind sie aber alle so bemessen und können konfiguriert werden, eben Taktung zwischen 2 und 4 Stunden, dass wir im Regelfall eine Laufzeit von 150 Tagen leicht erreichen. Ja. Verbaut ist in diesem System eine ausländische SIM-Karte, was dazu führt, dass das Netz mit der stärksten, die stärkste Netzabdeckung eben verwendet wird. Das heißt, nicht automatisch, wenn ich mit meinem Telefon, Handy auf der Alm keinen Empfang habe, dass das am System dann nicht funktioniert, weil er eben das stärkste Netz verwendet, das andere Anbieter möglicherweise sehr wohl Empfang hat. Die einzelnen Hersteller bieten auch verschiedene Funktionen an. Eine der Funktionen ist ganz angenehm, das ist ein Virtual Fence. Man sieht dort diesen orangen Kreis, das ist dieser Virtual Fence. Sobald das Tier diesen Bereich verlässt, dann wird der Nutzer, die Nutzerin informiert, dass das Tier ausgegangen ist. Was sich auch anbietet, das ist, dass man so wie nach der Abendmahlzeit reinschaut, wo sind die Tiere, ja, wenn sie in der Nähe vom Weg sind, weiß ich, ich kann rauffahren und bin vorm Dunkel werden wieder runter, alternativ ohne diesen Systemen weiß man nicht, wo die Tiere sein. Die Zeit wird mit dem Auffinden der Tiere
vielfach verbracht und das wird, die Kontrolle wird da entsprechend einfacher. Kostenpunkt von diesen Systemen, wir sind bei 90 bis 150 Euro mit Steuer, habe ich mal notiert. Ja, laufende Kosten treten dann auch auf. Für die SIM-Karte in Abhängigkeit vom Hersteller liegen die zwischen 12 und auch 60 Euro. Wir sehen da ein Autofoto mit einer Ortung von einem Tier. Das muss jetzt nicht zwingend eine Kuh sein. Ja, das ist dieses Icon, das dieser Hersteller verwendet. Auch wir sehen hier noch Reste aus der Automobilindustrie mit der Geschwindigkeit, die erfasst wird in der Automobilindustrie. Batteriestatus haben wir mit drinnen auch. Und dann Kilometerzähler, wie weit sich denn das Tier auch bewegt hat. Was haben wir noch für Funktionen? Wir sehen da eine Dichtefunktion. Es können Lagerplätze relativ leicht ausfindig gemacht werden. Die wissen wir vielleicht sonst auch. Ja. Aber wie wir da oben sehen, diese Bereiche sind sehr schlecht und wenig bestoßen. Da kann ich Maßnahmen treffen, um diesen Bereich ein anderes Jahr mehr zu bestoßen. Wie auch immer, um einer Verwaltung vielleicht auch entgegenzuwirken. Dann ein doch eher wissenschaftlicher Use Case, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist wissenschaftlich orientiert, indem das eine Methode entwickelt wird bzw. getestet wird, um Lachgasemissionen am Feld zu erheben. Also mit dieser Haube, unten hätten wir diese Gasmesstechnik, eine photoakustische Gasmesstechnik wird getestet, ob sich die eignet, um diese Emissionen, Lachgasemissionen zu testen. Klimawirksames Gas, ja. Und wenn dies möglich wird, in Kooperation mit Borealis machen wir das. Borealis hat dort daran Interesse. Dann können die Klimawirkung von verschiedenen Düngemitteln kann dann entsprechend auch erhoben werden. Damit beschäftigt sich aus dem Grünland-Institut der Andreas Klinger und aus unserem Institut, also für Tiertechnik und Umwelt, der Andreas Zentner. Kommen wir zum Use Case Slurry Collect. Hier geht es um den Mistsammelroboter von Leli. Wir haben Pilotbetriebe, Partnerbetriebe, wo wir die Fragestellungen wie Reinigungswirkung, emissionsmindernde Wirkung, ökonomische Aspekte und behandeln und auch eine Praktika-Befragung durchführen. Befassen tut sich damit der Alfred Böllinger, der Zephyr Andreas und der Fritz Christian, unser Chefökonom im Haus. Was sind die Gründe für so einen Mistsammelroboter? Auf ersten Blick vielleicht nicht immer ganz klar, aber die Betriebe nennen schon auch die Arbeitsentlastung. Ja. Diese automatische Entmistung revolutioniert den Stahlbau und den Stahlumbau, habe ich mir notiert auch. Es ist so, dass wir uns nicht an Mistachsen halten müssen und damit wird es wesentlich einfacher, einen Stall umzubauen bzw. dazu zu bauen. Wir können den Roboter auf verschmutzungsintensiven Flächen verstärkt fahren lassen. In Summe verhofft man sich auch eine Wirkung auf die Klauengesundheit, was die Betriebe sehr wohl angeben, dass sich die Klauengesundheit deutlich verbessert hat. Was auch möglich ist, das ist, dass es keine Zwischengänge mehr gibt, die alternativ mit der Schabberentmistung händisch gereinigt werden müssen. Und also das ist nicht mehr der Fall und er kann auch den Auslauf, der angeboten wird, mit reinigen. Ja. Listenpreis wird genannt um die Mitte 30.000 Euro. Wasserverbrauch ist auch so eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Wir gehen von 15 Kubikmeter Wasser aus bei einer Vollauslastung, was im Endeffekt 500 Quadratmeter entspricht an zu reinigender Fläche. 75 Kühe habe ich mal dazu notiert auch. Die ersten Ergebnisse, die Kollegen sind dabei, gerade die Erhebungen auch zu machen, die ökonomische Aspekte sind bereits von Herrn Fritz ausgewertet worden. Er ist
davon ausgegangen, von Investitionskosten ist er ausgegangen, von 18.000 Euro ist vielleicht etwas günstig angenommen, bei einem Betrieb für 55 Kühe, beim Neubau für den Shiba-Sammelroboter eben Mitte 30.000 Euro. Was gegenübergestellt wird, laufende Kosten sind bewertet worden. Bei den Gebäudekosten haben wir Betonarbeiten mit berücksichtigt, die sich da bei den zwei Systemen entsprechend unterscheiden. Auch eine Arbeitskosten sind berücksichtigt worden, die von der Reinigung von diesen Laufflächen, die bei der Reinigung von diesen Laufflächen, also Zwischengängen, auch entstehen. Ja. Diese zwei Systeme sind miteinander verglichen worden. Das ist ein Stall, wo der Entmistungsroboter fährt. Da hätten wir jetzt einen Stall mit Schrapperentmistung. Und wir können davon ausgehen, dass wir um die 2.100 Euro Mehrkosten haben, wenn der Roboter unterwegs ist. Ja. Eine Auslaufreinigung ist in dem Moment nicht berücksichtigt. Und was ich schon dazu sagen möchte, noch beim Umbau oder Zubau kann sich die Situation auch relativ schnell ändern. Also es ist immer die Situation auch zu beurteilen und zu bewerten. Was auch ein Aspekt ist, also die Folgenutzung ist da eine Überlegung wert. Sprich, wenn ich mich dazu entscheide, die Milchproduktion aufzugeben, kann ich den Stall relativ einfach und rasch umbauen und zu Garagen, Wohnmobile einstellen, wie auch immer. Ja. Also die Nachnutzung ist ein gewisses Thema, mit dem sich speziell ein Betrieb auch auseinandergesetzt hat und warum er sich für diesen Roboter dann letztendlich entschieden hat. Reinigungswirkung sind Sie noch dabei, die Kollegen. Im Wesentlichen wird sie doch beeinflusst, würde ich meinen, von der Oberflächenbeschaffenheit der Laufflächen und auch vom Zustand der Gummilippe, die den Mist zusammenschirbt. Emissionsmindernde Wirkung ist bislang nicht nachweisbar gewesen. Also geht es um die Ammoniak-Emissionen. Zur Praktika-Befragung kann man sagen, dass Sie durchaus auch angeben, die Klauengesundheit sehr positiv bewerten mit diesen, in Kombination mit diesem Mistsammelroboter. Und die Gründe für einen Kauf geben ein Drittel an, die baulichen Gegebenheiten geben ein Drittel der Befragten an und ein knappes Drittel gibt an eine Arbeitserleichterung. Revisionsfahrten vielleicht zum Schluss noch, wenn ich in die Werkstatt fahre, kann ich das relativ einfach fernsteuern. Ich glaube sogar mit dem Handy, wobei Nobles Me. Da und jetzt nicht fest. Ein Use Case in Kooperation mit der Firma Agrotel. Das ist jetzt der vorletzte. Zentrale Innovation bei diesem Use Case ist eine sehr robuste Folie, die bei der Abdeckung von Fahrsilos zum Einsatz kommt. Indem dass sie wesentlich stärker ist, kann sie auch wiederverwendet werden. Und das ist eigentlich diese zentrale Innovation. Im Rahmen von den Use Case wird die Praxistauglichkeit erhoben und auch qualitätsbestimmende Parameter bei der Silage bestimmt. Also inwieweit gibt es da Probleme bei der Abdeckung. Wir sehen im Video oder in der Vergärung auch. Ja. Wir sehen im Video, die Folie wird im Vorfeld an diesen auf dieses Gestänge, auf diesen Siloscharni, wie man es nennt, aufgewickelt mit der Unterziehfolie. Ja. Grüne Folie ist quasi diese starke, wiederverwendbare Folie. Lass den jetzt einfach ablaufen einmal. Es kann dann im Winter auch als quasi so Art Vordach verwendet werden, sodass die Anschnittfläche von Witterungseinflüssen mitunter auch geschützt wird.
Optional kann es manuell auch aufgewickelt werden, die Folie, beziehungsweise im Regelfall macht man es mit einer Fernsteuerung und einem Motor, der die Welle antreibt. Kommen wir zum letzten Use Case, den bearbeitet meine Kollegin, die Edina Scherzer, gemeinsam mit mir und in Kooperation mit Alflex. Und dort wollen wir in Kooperation mit Praktikern und auch Tierärzten ein Konzept erarbeiten, sodass Sense Hub, und das ist ein Gesundheitsmonitoring-System, das wieder in der Milchproduktion eingesetzt wird, sodass dieses System in der tierärztlichen Bestandesbetreuung auch verwendet wird und Einzug hält, sodass von Tierärzten diese Routine entsprechend da in den Alltag integriert wird. Dieser Sensor erhebt die verschiedensten Vitalparameter. Das reicht wieder vom Wiederkau, von der Wiederkaudauer bis hin zur Bewegungsaktivität und auch zur Futteraufnahmezeit. Und in dem Beispiel sehen wir da einen Auszug in dieser Folie von der Benutzeroberfläche von diesem System. Wir sehen, es geht da um die Strauß. Die ist mittlerweile schon sehr berühmt, die Strauß. War vor 2 Wochen beim Tag der Forschung beim Ministerium, hat die Ministerin, unsere Chefin, Frau Schäf, lautstark begrüßt, die Strauß. Wir haben eine GoPro-Kamera um sie herum gehabt. Und letzte Woche war sie auch bei Innovation Farm live im Einsatz. Wir sehen von der Strauß eben, dass sie am 19.10. abgekalbt hat in dieser Übersicht. Nach 78 Tagen ist sie dann belegt worden am 5.1. Und wir erwarten ihr nächstes, also die Trockenstehtermin ist dann der 11.8. Sie ist dann in der Trockenstehperiode und am 22.10. erwartet sie dann ihr nächstes Kalb. Ja. Wir haben violett dargestellt, ist die Wiederkauaktivität von, also da ist der Sensor montiert worden und da sieht man an diesen Icon die Abkalbung. Und sehen anhand von der Wiederkauaktivität auch, dass es der Strauß von der letzten Abkalbung bis eben im April sehr gut gegangen ist, dass sie ein glückliches Kuhleben auch verbracht hat. Wir sehen an der nächsten Folie dann, einer der nächsten Folien noch einmal, was passiert, wenn sie ein gesundheitliches Problem hat. Dieser Einbruch an der Stelle, Entschuldigung. Der Einbruch an dieser Stelle ist auf die Weidehaltung zurückzuführen. Also wir sehen die Futteraufnahmezeit, türkis dargestellt, die nimmt deutlich zu, also immer pro Tag, in Minuten pro Tag. Und das Wiederkauen bricht da einmal ein. Waren schwierige Bedingungen heuer auf der Weide, wechselnde Bedingungen waren da nicht immer durchgehend auf der Weide, ist ein bisschen auf das zurückzuführen. Wobei diese Entwicklung ist durchaus auch normal. Wir haben dann die Bewegungsaktivität orange dargestellt und darunter sehen wir die Meldungen vom System. Hier hätten wir die erste Brunst. Das System ist so konfiguriert, dass die Brunst zu diesem Laktationstag nicht als Brunst ausgegeben wird. Das ist aber die erste Brunst relativ rasch nach der ersten oder nach der Abkalbung. Wir sehen hier, das hat das System dann auch erkannt, weil es über diesen Stichtag, Laktationstag schon ist. Hier hätten wir die zweite Brunst, die dritte Brunst, die vierte Brunst. Bei der fünften Brunst ist sie dann belegt worden, offensichtlich erfolgreich. Da ist eine positive Trächtigkeit diagnostiziert worden. Und diese Information soll auch dem Tierarzt in weiterer Folge zur Verfügung stehen. Also nicht, dass er bombardiert wird mit Meldungen, weil das sind dann gleichzeitig alles Meldungen auch, die der Landwirt aufs Handy bekommt. Und da suchen wir oder erarbeiten wir ein Konzept in Kooperation mit dem Praktiker und mit den Tierärzten, also dass es integriert werden kann in den Alltag. Das möchte ich jetzt überspringen. Was haben wir da? Genau, das ist eine Zystenkuh in aller Kürze. Da sehen wir einen charakteristischen Verlauf, wie eine Zystenkuh ausschaut. Da geht es ja dann schon besser, wenn wir nochmal zurückschalten. Das ist ein wunderschönes Brunstgeschehen von dieser Kuh. Wir sehen die Zyklusregelmäßigkeit, immer diese 3 Wochen
und da mal ganz ein anderes Brunstgeschehen. Und das ist charakteristisch an und für sich auch für eine Zyste. Nutzer tun sich dann, Landwirte oder Tierarzt tut sich dann wesentlich leichter beim Stellen von Diagnosen, würde ich meinen. Da hätten wir ein Beispiel mit einem Fremdkörper. Die Prägenz wäre an und für sich gut gegangen bis zu dem Zeitpunkt. Und da ist ein Fremdkörper dann entsprechend diagnostiziert worden auch. Mit dem Fremdkörpermagneten hat sich die Kuh dann auch schleppend erholt. Das ist in der zweiten Märzhälfte dann passiert. Das System hat sofort angesprochen, den Landwirt, die Landwirtin informiert. Und wir sehen, wie zack sich dann die Kuh bis Mai auf ein einigermaßen Normalniveau bewegt hat. Auch die Ketose hat einen sehr charakteristischen Verlauf und kann sehr gut diagnostiziert werden. Der Zeit geschuldet überspringen wir das. Ich bin soweit am Ende mit meinen Ausführungen, mit den Use Cases, die ich mir vorgenommen habe, euch etwas näher zu bringen. Mir bleibt jetzt noch, euch einzuladen zu unserer Innovationstagung, Innovationen am Puls der, oder Landwirtschaft am Puls der Innovation, ja. Inhaltlich widmen wir uns an diesen beiden Vormittagen im Oktober, also 21. und 22. Oktober, widmen wir uns zum einen einmal den Online-Vertrieb und Marketing. Denn in der Vergangenheit hat man immer gesagt, Kostensparen ist häufig die einzige Möglichkeit. Das stimmt nach wie vor und hat Gültigkeit. Jedoch haben sich auch in der Vergangenheit Betriebe anders entwickelt, gehen hin zur Direktvermarktung, auch Urlaub am Bauernhof mitunter. Und wir sehen diese Tools, die hier zur Verfügung stehen, absolut auch als Innovation. Das beginnt beim Online-Marketing, beim Online-Vertrieb und auch bei den Online-Marktplätzen. Das ist der erste Vormittag und der zweite Vormittag widmet sich ganz klassischen Innovationen aus der Produktionstechnik. Ja, gewinnen konnten wir als Keynote-Speaker den Herrn Gschwandner Florian, der Gründer von Randastic war. Wir kennen ihn aus 2 Minuten, 2 Millionen. Hat damals das App entwickelt, Randastic, 2009. Und 2015 hat er es dann mit 220 Millionen Euro an Adidas verkauft. Ist das je teuerste gehandelte App, was in Österreich gehandelt worden ist. In diesem Sinn, Martin, hoffe ich, dass wir jetzt Zeit haben für die ein oder andere Frage. Ich bedanke mich einmal für die Aufmerksamkeit. Danke. Ja.